Ja, herzlich willkommen bei Bild, liebe Frau Schröder. Hallo, grüße Sie. Haben Sie mal nachgerechnet, so schätzungsweise, wie viele Stunden Ihre Kinder so verpasst haben in Schule und Kita? Also das ist aber echt nur eine große Frage. Also ich würde mal so sagen, so alles zusammen bestimmt 5 Monate. Und wenn man dann so sagt, 25 Stunden pro Woche, dann haben wir immer bei 500 Stunden, die wir verpassen. 500 Stunden, ja. Ich hatte auch nachgerechnet für uns, da bin ich auch pro Kind so auf 400 gekommen. Also sind wir etwa auf einem ähnlichen Level, auf einem traurigen Level. Haben Sie irgendeine Idee, wie das wieder aufgeholt werden könnte? Also das eine ist ja das Schulische. Aber das andere ist ja, dass Schule eben viel mehr ist als nur reine Wissensvermittlung. Da geht es ja um Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es darum, seinen Charakter zu schärfen, sich mit anderen auseinanderzusetzen, mit Erwachsenen, mit anderen Kindern. Dennoch muss man natürlich auch sehen, der Schaden wird immer noch täglich größer. Wenn ich beispielsweise an die Kinder der Mittelstufe denke, die sitzen in vielen Bundesländern seit 5 Monaten zu Hause. Und da reden wir über 12-Jährige. Das sind keine Erwachsenen, die man einfach vorm Computer packt. Das wissen viele in Deutschland gar nicht, oder? Dass das immer noch so ist, dass das so lange der Fall war, oder? Ja, das ist echt auch mein Eindruck. Mein Eindruck ist, wer keine Schulkinder hat, der hört immer irgendwie so nebulös, die Schulen sind auf und vielleicht werden sie durch die Notbremse wieder geschlossen. Aber für die Mittelstufe sind die Schulen seit 5 Monaten dicht. Seit Anfang Dezember in der Regel. Und da muss man sich einfach überlegen, was das für Kinder in einem Alter bedeutet, wo ja nicht mehr die Eltern, von denen die entscheidenden Entwicklungsimpulse kommen, sondern von Gleichaltrigen. Und da, wenn ich da dann die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten höre, was die aus der Praxis berichten, über steigende Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, dann ist das wirklich, ja, dann ist das, da macht mich das ehrlich gesagt schon fassungslos, dass wir das in diesem Land einfach so zulassen, gerade weil andere europäische Länder es anders handhaben. Wann sind Ihrer Meinung nach Schulschließungen nicht mehr zu rechtfertigen? Ab welchem Punkt? Meines Erachtens, wenn unter den Erwachsenen die Risikogruppen geimpft sind, dann sind Schulschließungen nicht mehr zu rechtfertigen. Und schon jetzt würde ich ein großes Fragezeichen daran machen, ob wir überhaupt jetzt im Moment noch Schulschließungen brauchen. Die absoluten Risikogruppen sind derzeit schon geimpft. Und wir haben Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen an den Schulen schon jetzt sehr weit hinabzudämmen. Und dieses Infektionsgeschehen, dieses kleine Infektionsgeschehen, das übrig bleibt, das muss unseres Erachtens die Gesellschaft aushalten. Das sind wir den Kindern schuldig. Spricht das für eine Kanzlerin, die Schulkinder hat? Das spricht für einen Kanzler, der immer sich für dieses Thema eingesetzt hat, dem es nie um den härtesten Weg ging, sondern immer um den angemessensten. Sagt CDU-Mitglied und langjährige CDU-Ministerin Christina Schröder. Herzlichen Dank für das Gespräch.